wir haben heute sowohl mit dem Verwaltungsrat als auch dem Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG das Konzept besprochen, die Analyse besprochen und sind im Wesentlichen zu 4 Punkten in der Entscheidung gekommen. Ich persönlich habe gestern noch ein sehr langes Gespräch mit dem Ivo Vastitsch geführt und wir sind halt gemeinsam übereingekommen und auch von seiner Seite, dass die Zusammenarbeit am 31.05. beendet wird. Das heißt, dass es keine weiterführende Zusammenarbeit gibt. Auch Ivo Vastitsch hat aus seiner Sicht gesagt, unter diesen Umständen macht das eigentlich keinen Sinn und er will da auch einem quasi Neuanfang, wenn man so will, nicht im Wege stehen. Zweites ist, damit ist der Vorstand beauftragt, jetzt Informationsgespräche mit möglichen Trainern zu führen. Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir am Wochenende dieses erste Informationsgespräch zum ersten Mal auch wohlgemerkt mit dem Franco Foda geführt haben. Haben dort über zwei Stunden mit ihm sehr intensiv diskutiert, auch über die Philosophie der Austria, über die Spielphilosophie der Austria, über die ganze Entwicklung und haben da ein sehr positives Gespräch gehabt, sodass wir übereingekommen sind. Er hat ein zweites Angebot aus der deutschen Bundesliga. Wir erwarten in den nächsten Tagen sein Feedback und dann erst werden weiterführende Gespräche geführt. Drittes Thema war, dass durch die Nichterreichung der Europacup natürlich eine Adaption des Budgets notwendig war. Das ist heute sowohl vom Verwaltungsrat als auch vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt worden, mit dem wichtigen Zusatz und der Nachricht an die Austria-Familie, dass wir wirklich versuchen wollen, in die Qualität der Mannschaft und des Trainerteams zu investieren, dass wir sozusagen das Einsparungspotenzial in anderen Bereichen suchen, aber nicht sozusagen bei der Kampfmannschaft, um für die nächste Saison eine möglichst wettbewerbsfähige Mannschaft zu haben, denn wir stehen vor einer Saison, die die historische Chance gibt, 5 Europacup-Startplätze zu haben und der zweite berechtigt zur Champions League-Qualifikationsteilnahme 13-14. Und das ist das erklärte Ziel und dahingehend soll der Kader auch zusammengestellt werden. Faktum ist, dass wir alle miteinander, und da nehmen wir uns beide, glaube ich, nicht aus, in diesen 6 Monaten sehr, sehr viel gelernt haben und auch das natürlich versuchen, in der nächsten Entscheidung dementsprechend zu berücksichtigen. Und deswegen war das Gespräch mit dem Franco Foda auch ein sehr tiefgehendes, ein sehr langes, weil es offensichtlich ja so ist, und das ist auch die Lehre für uns, dass wir vielleicht zu sehr auf sportlichen Erfolg, auf kurze Entwicklungen gesehen haben, aber die Themen, die ja, ist ja glaube ich auch kein Geheimnis, wo oft eigentlich die Probleme dann letztendlich im Frühjahr waren, dass man die vielleicht, das ist das, was wir auch für uns selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, im Vorfeld nicht so beachtet haben. Und die klare Aussage ist, und ich glaube, das hat der Tommy Ball jetzt auch sehr klar gesagt, die Austria braucht jetzt wahrscheinlich einen erfahrenen Trainer. Und ich möchte es noch einmal betonen, das Ivo-Gespräch, weil es auch persönlich, auch wir haben uns gefragt, haben wir ihn vielleicht in irgendwas hineingetrieben, in einer falschen Euphorie. Bin überzeugt, dass der Mann seinen Weg gehen wird, aber er muss eben genauso als junger Trainer wahrscheinlich noch einiges dazulernen. Und das ist einfach das Thema, was wir jetzt für die Austria sehen. Der Anspruch der Austria in der Bundesliga ist eben wahrscheinlich ein anderer, den du bei anderen Clubs hast. Und damit muss man auch dementsprechend umgehen können. Und wie du richtig gesagt hast, daher braucht es auch hier eine gewisse Erfahrung. Aber auch das sind zum Beispiel Themen, die mit dem Franco vor dem Gespräch sehr, sehr detailliert angesprochen wurden und uns auch überzeugt haben, um ihn sozusagen zu unserem Wunschkandidaten zu machen. Man muss jetzt nicht jedes Detail ausbreiten, aber Sie haben zum Beispiel das Thema mediale oder diverse Aussagen gesehen. Ja? Es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Ivo auch dafür kritisiert wurde von den Medien, welche Aussagen er getroffen hat. Und auch das sind einfach Themen, die man ansprechen muss im Detail und die für uns, und das ist das, was ich eigentlich davor gemeint habe, dass es einfach nicht nur in der Entscheidung ist, wie hat dieser Mann trainiert mit einer Mannschaft, wie hat er etwas entwickelt, sondern dass es einfach auch ein Sprung ist und ein totaler Unterschied ist, ob du auch ein erfolgreicher Spieler warst oder ob du einfach Trainer bist, der nach jedem Spiel, weil der Spieler wird befragt, entweder wenn er einen schweren Fehler gemacht hat oder wenn er ein Tor erzielt hat und kann im Prinzip mit 2, 3 Sätzen das ganze Thema ablenken oder abarbeiten. Der Trainer, egal ob wir gewonnen haben, ob wir ins Debakel gelaufen sind, ob es unentschieden ist, muss bei jedem Spiel zumindest 2 Fernsehstationen und in einer Pressekonferenz immer wieder was sagen. Und da sind einfach Dinge, das haben wir ja oft auch mit dem Ivo besprochen, da kommt es ihm auf Nuancen an. Und das sind zum Beispiel die Themen, die wir vielleicht zu wenig beachtet haben, um in Zukunft einfach
hier detaillierter auch auf diese Dinge einzugehen, weil das, auch das ist heute klar herausgekommen. Wir sind, wenn Sie so wollen, in der Showbranche Fußball. Und da geht es einfach nicht nur darum, dass du hervorragend am Platz arbeitest, weiß nicht, die UEFA Pro-Lizenz hast und in Ernährungswissenschaften super ausgebildet bist und sportwissenschaftlich am letzten Stand bist, sondern da gehört einfach auch die PR-Arbeit dazu. Und das muss man wahrscheinlich noch stärker berücksichtigen, als man es zuletzt, und das muss man auch sagen, vielleicht waren wir ein bisschen verwöhnt, weil zum Beispiel auf dieser Orgel ja der Herr Dagsbacher sehr erfolgreich gespielt hat. Wir haben uns kurzfristig einen Termin vereinbart, wir haben uns am Samstagvormittag getroffen, haben 2 Stunden über das Thema Austria gesprochen und wir sind zu der Entscheidung gekommen, weil Sie alle wissen, dass der Franco doch auch Angebote aus der deutschen Bundesliga hat und er hat sich Bedenkzeit erbeten und wir werden sehen, wie die Verhandlungen, die er gestern auch in Deutschland geführt hat, wie die verlaufen sind und dann werden wir in den nächsten Tagen Bescheid bekommen, was er für eine Entscheidung getroffen hat. Er ist von unserer Seite ein Wunschtrainer. Wir wollen ihn verpflichten und wir haben ihm das klar und deutlich gesagt und haben eigentlich alle Punkte durchgenommen, die wichtig sind. Und wir werden jetzt sehen, was er für eine Entscheidung trifft und dann werden wir die weiteren Schritte setzen. Die Austria steht auch für eine Marke. Auch das ist sehr deutlich angesprochen worden, dass das möglicherweise anders ist als bei Sturm Graz, ohne das jetzt im Detail zu kennen. Wir haben bei unserer Mitgliederversammlung sehr deutlich gehört, wir haben ein Leitbild, wer wir sind. Da haben uns die Leute sehr klar gesagt, da steht drinnen, ihr wollt offensiven, schönen Fußball spielen, das will ich als Austrianer sehen. Also auch diese Dinge sind besprochen worden, dass es nicht nur darum geht, ich möchte es jetzt nicht sagen, jetzt nur Spiele zu gewinnen und effizient zu sein, sondern einfach auch dementsprechend schön zu spielen. Und dass das oft ein Spagat ist, ist auch kein Geheimnis. Aber das sind die Dinge, die man sozusagen im Detail wirklich auch besprochen hat. Und da muss man auch sagen, waren wir auch teilweise sehr positiv überrascht, wie gut oder wie intensiv sich der Franco Foda schon mit der Austria beschäftigt hat und das hat uns auch ein gutes Gefühl bei dem Gespräch gegeben. Wenn dann der neue Trainer kommt, werden wir den Kader mal durchbesprechen und wenn es jetzt im Rahmen ist, die möglichen Verstärkungen holen. Ich glaube schon, dass wir ein gutes Team zusammenbekommen und natürlich ist es eine wichtige Saison für uns, 12-13, weil eben 5 Clubs in internationalen Bewerb spielen können und der erste und der zweite Platz ist sehr wichtig. Man kann die Champions League Qualifikation erreichen und das muss unser Ziel sein. Und wir werden schon die nötigen Spieler holen oder die Mannschaft so verstärken, dass wir da mitmischen können. Das Gesamtbudget des Clubs wird grundsätzlich gleich bleiben. Aber wie gesagt, der Anteil für die Kampfmannschaft wird sozusagen zum heurigen Jahr nochmals, ich würde sagen, um circa 10% erhöht. Wie du weißt, wir berichten immer über Gesamtbudgetzahlen, also das Gesamtbudget der Konzerngruppe wird weiter bei diesen ca. 18 Millionen Euro liegen, wohlgemerkt diesmal ohne Europacup. Über die Detailbudgets der Kampfmannschaft und der Trainer berichten wir nicht. Das muss eigentlich unser Anspruch sein, auch hier wieder einfach gut weiterzuarbeiten. Und ich habe das ja beim Mitgliederfest gesagt, letztendlich haben wir einen Langzeitplan, wo wir zwar einen Rückschlag erlitten haben, aber von dem Plan wollen wir nicht abweichen. Und da gilt es, die Kräfte zu bündeln. Es gibt auch viele positive Entwicklungen im Club, nur Stichwort Akademie oder Amateurmannschaft. Und dort reift ein bisschen im Verborgenen sehr, sehr viel Gutes heran. Da muss man auch immer ein bisschen Geduld haben. Aber mir ist vollkommen klar, der Fokus ist, dass es so eine Saison, wie wir sie jetzt hatten, die darf es kein zweites Mal geben.